Ja, hi, es ist Sonntag. Ich bin der Aaron und wir haben ein neues Thema. Diese Woche ist es ein Themenfrei. Und ich habe schon viele Themenfreie hier gemacht und auch schon ganz viele andere Themen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr mit dabei und mir ist aufgefallen, dass ich mich nie wirklich vorgestellt habe. Als ich mein erstes Video gemacht habe, habe ich einfach drauf losgeredet und eigentlich habt ihr nie wirklich erfahren, wer ich bin, außer ihr habt natürlich mal irgendwelche Infos durch meine Videos bekommen. Und deswegen wollte ich das einfach mal nachholen und dazu noch ein paar Fakten über mich machen. Also geht es in diesem Video um mich, um 20 Fakten über mich und vorab eine kleine Vorstellung. Also, ich bin Aaron, ich bin 24 Jahre alt, werde jetzt Ende August 25, eine alte Socke also. Ich wohne im schönen Liebefeld, Schrägstrich Bielefeld, komme aber ursprünglich aus einem kleinen Dorf hier in der Gegend und werde da auch wieder zurückziehen, weil ich es sehr gerne mag und es mich einfach rauszieht und ja. Beruflich bin ich zurzeit Freiwilliger auf einem Bauernhof und das passt sehr zu mir. Ich gehe da sehr auf und ja, in Zukunft weiß ich noch nicht, werde ich Landwirt, werde ich vielleicht auch Tischler. Ich sollte mir da auf jeden Fall mal Gedanken drüber machen und meinen Arsch hochkriegen und ja, ihr kennt das wahrscheinlich selber. Gut. Das war erstmal so ein bisschen dieses Standardgerede. Und jetzt kommen wir zu den 20 Fakten über mich. Und ich habe mir 20 aufgeschrieben auf einer schönen Rechnung. Wir wollen ja Papier immer wieder verwerten. Und dann kommen wir zu Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 1: Ich bin unendlich faul. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu chillen oder was zu unternehmen, dann entscheide ich mich fürs Chillen. Wenn ich die Möglichkeit habe, im Bett liegen zu bleiben oder aufzustehen, dann bleibe ich natürlich im Bett liegen. Manchmal wird mir das sehr zum Verhängnis, aber faul sein ist toll. Faul sein ist einfach toll. Fakt Nummer 2. Ja, Fakt Nummer 2 ist, ich liebe Serien. Man kann mir mit Filmen kommen, aber Filme, ja, was heißt, jucken mich, die interessieren mich nicht so. Das liegt aber auch daran, dass ich komischerweise nicht 1,5 Stunden lang einen Film anschauen kann, aber ich kann mir 9 Stunden am Stück eine Serie anschauen. Es ist ein bisschen wirr, wenn man das so hört, aber es ist tatsächlich so. Und ja, ich liebe Serien, Breaking Bad, Sons of Anarchy, Walking Dead und Criminal Minds und ja, ich liebe aber auch Komödien. Ja, New Girl zum Beispiel. New Girl ist der Hit. Kommen wir zum Fakt Nummer 3. Fakt Nummer 3 ist, dass ich gerne koche. Ich liebe Kochen und ich liebe Essen. Man mag es kaum glauben, aber man sieht, dass ich gerne esse, auf jeden Fall. Und ja, deswegen koche ich sehr gerne, auch wenn ich alleine wohne. Okay, ich gehe auch manchmal zu meinem Nachbarn, der Asiamann, aber ich liebe kochen und mich da auch auszuprobieren. Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4 ist, ich liebe Schuhe und Caps. Ich glaube, ich bin süchtig. Ich habe ungefähr 30 Paar Schuhe und genauso viele Caps. Und eigentlich sieht man mich ja auch nie ohne Cap. Ihr kennt das ja von mir. Und ich habe einfach einen absoluten Schuhtick. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel zu TK Maxx gehe, komme ich eigentlich mit ein paar Schuhe nach Hause. Weil wer kann schon Schuhe für 40 Euro irgendwie. Ja, wer kann da Nein sagen? Fakt Nummer 5. Fakt Nummer 5. Ich bin ein Naturbursche. Ich liebe die Natur. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Stadt und Land, würde ich immer das Land bevorzugen. Es ist mir egal, ob ich am Arsch der Welt wohne und Stunden brauche, um in irgendeine Stadt zu kommen. Ich bin auf jeden Fall
mega, ja, der Naturfreak und ich glaube, das merkt man auch, besonders meine Freundin, wenn ich so ein paar komische Anwandlungen habe. Und ja, genau. Fakt Nummer 6 hat auch mit der Natur zu tun. Ich bin mittlerweile mega der Öko geworden. Also ich achte ja schon immer auf meine Umwelt und ja, versuche auch irgendwie mein etwas Gutes an meine Umwelt und an die Natur wiederzugeben. Und mittlerweile wird das einfach immer krasser. Es fängt bei recyceltem Papier an, Wiederverwertung von Papier und hört dann bei so Sachen aus wie Strom sparen, Energie sparen, weniger Handynutzung. Meine Freundin wird jetzt lachen, haha. Ja, aber ist tatsächlich so. Oder zum Beispiel generelles Energiesparen, Schalter ausmachen an Geräten. Ich habe zum Beispiel alle Steckdosen mit diesen Knickschaltern da, dass man den Stromkreislauf eben komplett unterbrechen kann und nichts auf Standby ist und so. Und achte auch auf ja, Bioprodukte. Ich kaufe eigentlich ausschließlich Bioprodukte. Also wenn es ein Produkt im Bio gibt oder in konventionell, kaufe ich es auf jeden Fall in Bio-Qualität und kenne mich da auch mit den Siegeln aus und Fairtrade-Sachen und. Fakt Nummer 7. Ganz einfach. Ich hasse Menschen und liebe sie zugleich. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich merke es immer wieder selber. In einem Moment verfluche ich alle Menschen und im nächsten Moment ist eine kleine alte, hilfsbedürftige Dame oder sonst irgendwer und ich helfe und bin freundlich zu denen und nett zu denen. Das ist auch was komplett Wirres, aber ja, es ist so. Fakt Nummer 8. Fakt Nummer 8 ist, ich muss mal gerade gucken, ich hasse Ungerechtigkeit. Ich kann bei Ungerechtigkeiten, da könnte ich explodieren an die, boah, wirklich. Wenn mich jemand ungerecht behandelt oder ich oder andere irgendjemanden ungerecht behandeln, da könnte ich wirklich ausrasten. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, wie wenn man irgendjemanden ungerecht behandelt, weil das gehört sich einfach nicht. Oder Respektlosigkeit und so, das, nee, das, nein, 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 das macht man nicht. Fakt Nummer 9. Ich habe nur einen besten Freund und der fühlt sich gerade auch angesprochen, wenn er dieses Video sieht. Und für alle, die sich nicht angesprochen fühlen und gerne wissen würden, wer das ist, es ist der Paul. Und ihr kennt alle den Paul und ich liebe Paul. Paul, ich liebe dich. Fakt Nummer 10. Ab morgen bin ich Katzenpapa. Ich fahre nämlich morgen zu einer Freundin von mir und hole mir eine Katze. Und da freue ich mich sehr, denn ich liebe Tiere und denke, dass ich bereit bin, Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für ein Tier zu übernehmen. Ja. Fakt Nummer 12. Fakt Nummer 12 ist, ich kann nicht ohne Oscar schlafen. Falls ihr euch jetzt fragt, wer Oscar ist, ich habe Oscar natürlich am Start. Sag Hallo. Ich muss einmal Stopp drücken. Das ist Oscar. Oscar ist ein Eichhörnchen. Wie ihr hört, klingelt er. Und Oscar habe ich von einer sehr, sehr guten Freundin geschenkt bekommen, die mir zusammen mal in der Klinik war. Am Anfang meiner Transition, als es mir noch nicht so gut ging. Und seitdem begleitet mich der kleine Kerl einfach überall hin. Er war schon in New York, er war schon in Tunesien, er war schon in Holland, er war schon in Schweden. Er war einfach überall, wo ich war. Weil auch wenn ich irgendwo bei Freunden schlafe, kommt er mit. Ich kann einfach nicht ohne ihn schlafen. Und das Gute ist, wenn ich ihn nachts verliere, muss ich einfach nur um mich schlagen und dann ertönt seine Klingel und dann weiß ich, dass ich ihn habe und kann dann gemütlich weiterschlafen. Andere mögen das vielleicht kindisch finden, aber ich finde es völlig in Ordnung, mit fast 25 Jahren ein Kuscheltier zu haben. So. Wo wir auch schon gerade beim Einschlafen sind, kommen wir zu Fakt Nummer 12. 12. 12. Das ist 12. Ich kann, wenn ich Oscar habe, innerhalb
von Sekunden einschlafen. Wirklich Sekunden. Wenn ich mit meiner Freundin abends telefoniere, fragt sie mich, willst du schlafen? Ich sage, nö, will ich nicht. Und keine 2 Sekunden später spricht sie mit mir und ich bin nicht mehr ansprechbar, weil ich einfach am Schlafen bin. Sie sagt doch, das ist eines meiner wenigen Talente, die ich habe. Und ja, ich sehe das auch als Talent an, weil abends wach liegen, nicht schlafen können und über mögliche Dinge nachzudenken, ist einfach furchtbar. Und deswegen bin ich da sehr froh drüber. Fakt Nummer 13. Ich hasse Spülen. Ich koche gerne und habe keine Spülmaschine und deswegen spüle ich meistens immer erst, wenn ich keine Gabeln und sonst irgendwelches Geschirr mehr habe. Ich müsste das mal ändern, aber was soll ich machen, wenn ich Spülen hasse? Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ich bin auch so ein Mensch, ich spüle nicht nach dem Essen, weil nach dem Essen habe ich noch weniger Bock zu spülen. Deswegen spüle ich meistens erst, wenn ich das Geschirr wieder brauche, halt am nächsten Tag oder auch ein paar Tage später. So, ja. Ich habe zweimal aufgeschrieben, dass ich gerne koche. Ich weiß nicht, was los ist, aber ja, dann werden es jetzt einfach nur 19 Fakten über mich. So, ich bin nicht so der Typ, der improvisiert. Fakt Nummer 14. Ich will unbedingt Dreads haben. Man sieht es vielleicht, ich könnte zum Friseur gehen, aber ich möchte es nicht und ich halte auch eisern durch, obwohl ich wirklich jeden Tag am liebsten meinen Haarschneider nehmen würde und ja, aber ich möchte obendrauf unbedingt Dreads haben. Einmal Dreads haben, bevor mir irgendwann meine Haare ausgehen, weil das genetisch bedingt nämlich sehr düster bei mir aussieht. Und sehr zum Leidwesen meiner Freundin werde ich das auch eiskalt durchziehen. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Sie sind bald so lang, dass ich auf jeden Fall anfangen könnte und vielleicht mit Verlängerungen arbeiten kann. Oder vielleicht lasse ich sie auch einfach auf der Länge schon drappen und mache keine Verlängerungen rein und sie wachsen dann halt von alleine. Fakt Nummer 15. Fakt Nummer 15. Ich habe 20 Tattoos überall an meinem Körper verteilt. Und ich hätte unglaublich gerne noch unglaublich viele weitere. Aber mir fehlt das Geld. Wem fehlt das nicht, oder? Und es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit in meinen Haaren rumfummel, aber sie sehen so schrecklich aus und ich habe keine Lust, mir eine Mütze aufzusetzen. So. Kommen wir zum Fakt Nummer 16. 16 war es. Ich achte sehr auf gutes Fleisch, wirklich. Also wenn ich auf etwas wirklich Acht gebe, dann darauf, dass ich gutes Fleisch esse. Ich kann kein Discounterfleisch essen. Das geht nicht. Das isst man nicht. Es kann einfach keine 250 Gramm Hackfleisch für, keine Ahnung, 1,50 verkauft werden. Das ist erstens unwürdig dem Tier gegenüber, das für uns gestorben ist. Und andererseits kann das einfach, nein, das kann ich mit Futterkosten übereinstimmen. Jetzt rede ich mich schon so in Rage. Es kann nicht mit Futterkosten übereinstimmen. Es kann nicht mit artgerechter Haltung übereinstimmen. Es muss einfach aus Massentierhaltung kommen, wo alle Tiere jetzt sowieso Antibiotika verseucht sind, weil sie sonst die 6 Monate Mastzeit gar nicht überstehen würden. Und da sage ich einfach nein. Ich esse Fleisch, ich esse sehr gerne Fleisch. Ich esse aber, wie gesagt, nur gutes Fleisch. Ich habe einen Fleischer hier um die Ecke, wo ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Es kommt hier nur aus der Region von einzeln ausgewählten Bauern mit einzeln ausgewählten Tieren. Das heißt, da gibt es kein Massenschlachten von wegen tausende Schweine am Tag oder so. Nein, es sind immer nur einzelne Tiere, die er eben verarbeitet und von dem beziehe ich halt mein Fleisch. Und da geht es mir auf jeden Fall gut bei. Ich bezahle sehr gerne viel mehr für mein Fleisch. Und weiß dann, dass das Tier wenigstens artgerecht gelebt hat und auch nicht einfach nur vollgemästet wurde, um dann halt zu killen, um bei Lidl oder so in der Truhe zu landen. Fakt Nummer 17. 17. Ich hätte in Mathe besser aufpassen sollen.
Fakt Nummer 17, ich habe einen Sohn. Jetzt werden vielleicht alle sagen, wieso kommt das erst in Stelle Nummer 17? Ich habe das einfach so aufgeschrieben, das hat jetzt keine Bedeutung irgendwie vom Rang her. Und zwar habe ich einen Sohn, der ist 7 Jahre alt und das kommt, weil meine jetzige Freundin diesen Sohn mit in die Beziehung gebracht hat und ich mache da keinen Unterschied zwischen leiblichem Sohn oder genetisch meinem Sohn oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile Papa von einem 7-jährigen Butz. Und ja, das gefällt mir sehr und ich liebe den Kleinen wirklich. Fakt Nummer 18. Ich hasse Schlangen und Spinnen. Es gibt nichts Schlimmeres, wirklich. Oh, wenn ich Spinnen sehe oder so, okay, es kommt drauf an, was für Spinnen. So kleine oder so gehen noch klar. Oder diese Weberknechte mit den langen Beinen. Aber alles, was irgendwie diese Größe hat und anfängt haarig zu werden oder so, geht gar nicht. Und Schlangen, ich hatte mal so eine kleine Babyschlange auf meiner Hand. Und ich bin richtig panisch geworden, weil sie sich so, ja, unkontrolliert bewegt hat. Und ich dachte, oh mein Gott, sie wird mich töten. Und ja, sowas ist gar nicht für mich. Auch Reptilien oder so generell sind einfach nicht meins. Oh, Fakt Nummer 19. 9, 19. 19. 19. Und auch der letzte Fakt von mir. Ich habe mehr kurze Hosen als lange. Dieser Fakt ist vielleicht total uninteressant, aber mir ist nichts mehr eingefallen. Und dennoch ist es ein Fakt, weil sobald im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen draußen sind, ziehe ich kurze Hosen an und dann sieht man mich eigentlich auch nicht mehr in langen Hosen, bis das erste Mal Schnee liegt oder so. Ich mag auch nicht so gerne lange Hosen. Man ist so eingeengt und bei kurzen Hosen fühle ich mich einfach gut. Vielleicht stehe ich auch auf Beinfreiheit oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich irgendwie 3, 4 lange Hosen und 10, 15 kurze Hosen und ja. So, jetzt sind wir bestimmt schon wieder bei über 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer hinbekomme, so viel zu labern. Ja, jetzt habt ihr einiges über mich erfahren. Wurde auch Zeit nach über einem Jahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Macht es gut. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und bis dann.